Okay, Freunde. Weiter geht's. Ah, da bin ich. Ich habe mich gerade gewundert, wo meine Spielfigur ist. Erstmal darunter. Okay. Bam! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Immer alles gut. Abpassen das Timing. Und bam! Ach, es macht gerade richtig Spaß, das mal wieder zu spielen, muss ich gestehen. Donut? Es reizt mich ja, hier den zu holen. Mal gucken, ob ich es schaffe, wenn ich so springe. Hm? Ah, geschafft. Gut, gut, gut. Und das ohne mich zu verletzen. 1, 2, 3. Okay. Dann speichere ich nochmal. Und zurück ins Spiel. Ah! Nee. Da lade ich. Ach, da oben ist auch noch ein... Da oben ist auch noch ein Schneckchen. Ah, daneben, oder? Habe ich das Schneckchen getroffen? Ah! Nee, nee, nee. Okay. Erstmal warten auf das Schneckchen. Ich müsste mal gucken, gab es nicht irgendwie die Option in DOSBox? Ah, das fand ich auch immer cool. Wenn wir zu lange warten, setzt sich Keen hin und beginnt zu lesen. Ich mach's nochmal. Erst guckt er uns böse an, weil wir nichts machen. Na komm. Du willst doch lesen. Ach ja. Diese Details in alten Spielen, das ist schon... Ach, ich lieb's. Und ich habe damit auch irgendwie... Ich spiele auch neuere Spiele. Ich habe ja einen ziemlich modernen Computer. Einen Computer, bei dem mein Neffe sagen würde, hey, wieso spielst du so uralte Kackspiele, wenn du doch eine 4070 im Rechner hast? Spiel doch lieber Fortnite oder irgendwas anderes Modernes. Aber viele moderne Spiele machen halt, das kennt ihr bestimmt, die machen halt einfach keinen Spaß mehr. Ah, geschafft. Dann speichere ich nochmal. Und das geht... Nicht nur... Das geht ja nicht nur mir so. Ich sehe so viele Videos im Internet, die dieses Thema behandeln. Weil halt viele Spiele heute, viele moderne Spiele, irgendwie so leidenschaftslos gemacht sind. Ich glaube, ich hätte da nicht speichern sollen. An der Stelle. Ja, ich muss den erstmal abschießen. Das Schneckchen. Jetzt stehen halt hinter vielen großen Spielen Konglomerate und Firmen, die nur noch auf Profit schauen und nicht mehr darauf, ob es Spaß macht.
Die gucken, was verkauft sich gut und analysieren das. Und das spürst du irgendwie. Viele Spiele sind heutzutage einfach so... Ugh. Schneckchen, na komm. Wir warten. Ah, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie einen CRT-Filter aktivieren kann in DOSBox. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen schöner aus. Sag mal. Das nervt jetzt aber ein bisschen. Ach, getroffen. Okay. Gut. Dann kann ich jetzt nochmal speichern. Wir nennen es Floppy, wir nennen es mal um. Das Safe Game. Dann fühle ich mich besser. Da bin ich nicht mehr Flops, dann bin ich Floppy. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Ah. Mm. Aber ich glaube, meine Taktik mit Safe Game ist gar nicht so schlecht. Und jetzt da hoch. Okay. Ich krieg das schon hin. Ich muss es nur besser timen. Am besten springe ich darauf, wenn es anfängt. Jetzt. Jetzt rauf, 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 rauf. Ja, alte Spiele waren schon echt kackschwer. Jetzt rauf. Oh nee. Nochmal laden. Nochmal laden. Am besten ist es, wenn ich da drauf komme, aber das Timing passt nicht von der Plattform und den Dingern. Am besten würde ich jetzt gleich drauf springen, wenn es anfängt, sich zu materialisieren. Jetzt. Ah, schon wieder zu spät. Und zurück. Ah! Ich will das schaffen. Was ist da eigentlich auf der anderen Seite? Bringt mir das irgendwas außer ein paar Fläschchen? Ein paar Sprudel-Limo-Flaschen? Aber es ist mit Controller wirklich wesentlich einfacher und angenehmer, muss ich sagen. Ich habe es damals immer mit Tastatur gespielt. Nee, nicht Quit. Und es war... Ich habe es zwar auch, ich habe den fünften und sechsten habe ich durchgespielt damals als Kind, den vierten habe ich nie geschafft wegen diesen Unterwasserleveln. Ah, falsche Taste, ich wollte jetzt nicht feuern. Egal, komm, ich lasse das jetzt. Oder? Jetzt muss ich rauf. Di 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 di.
Ach gut, daneben. Nicht auf das Ding gesprungen. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt auch. Okay, was haben wir hier? Ich speichere mal, bevor ich jetzt hier wieder sterbe. Und weiter. Okay, das ist nur... Das. Ah, das war jetzt gerade nicht so geschickt gelöst von mir. Ah, falsche Taste, das wollte ich nicht. Ich hab zu fette Finger für das Spiel. Okay. 1, 2, 3. Was gibt's da oben? Ah, okay. Eins, zwei, drei. Ich muss das abpassen, weil es anfängt sich zu materialisieren. Jetzt. Ah, falsche Taste. Jetzt nach unten gucken, feuern. Warten, bis sich das Zeug auflöst und dann haben wir das Level durch. Cool, jetzt kann ich unter Wasser atmen. Wir haben zwar jetzt nicht wirklich alles gefunden. Ich sehe gerade, da rechts ist auch noch, sind auch noch Limo-Flaschen. Also soll ich nochmal laden und gucken? Nee, ich lade nochmal. Ich gucke nochmal, ob ich da irgendwie weiter nach rechts komme. 1, 2, 3. Aber wie? Nochmal nach unten gucken. Warten, bis sich das auflöst. Und Taucheranzug nehmen. Okay. Dann haben wir das Level geschafft. Und dann speichern wir mal. Ich glaube, meine Taktik mit Speichern, um so viele Leben wie möglich zu bekommen, ist nicht schlecht. Wo will ich als nächstes hin? Ich gehe mal hier rein in diese Oase in der Wüste. Lebenswasser-Oase. Life Water Oasis. Ah, hier ist ein Secret. Wo bin ich jetzt? Ah, hier. Okay. Ah, hier muss auch noch ein Secret sein. Okay. Okay,
Okay, dann speichere ich nochmal. Und weiter geht's. Ah, dieses fiese Vieh. Ah, gegen das Vieh habe ich keine Chance. Das treffe ich nicht mit meinem Blaster. Okay. Dann mal wieder nach oben. Guck mal, was gibt es hier noch so? Was gibt es hier noch so? Okay, ich warte, bis du weiter nach unten kommst, damit ich dich besser abknallen kann. Zack. Okay. Gut. Ah, da oben ist auch noch eins. Haben wir. Dann muss ich da hoch. Komm. Komm. Greif. Geht doch. Limos. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Okay. Das scheint dann wohl nicht der Weg zu sein. Mist, und ich habe so lange nicht gespeichert. Ich habe mich mal ganz kurz sicher gefühlt. Und das war ein Fehler. Das war ein großer, großer Fehler, Floppy. Okay. Mal, was es hier noch so gibt. Aber hier waren wir schon. Warten, bis sich das auflöst. So, dann speichern wir nochmal. Okay, aber hier hoch war nix. Wo geht's denn dann jetzt weiter? Kann ich das Ding eigentlich mit einem Pogo-Stick irgendwie erledigen? Nee, nee, geht nicht. Wollte ich nur gerade mal wissen. Ich muss irgendwie danach... Hier hoch muss ich. Ach so. Oh, bin ich blind. Da geht's weiter. Aber wobei, hab ich schon hier alles eingesammelt? Nee, nee. Ich bin manchmal so blind. So. Okay,
wie springe ich denn da hin am dümmsten? Falsche Taste immer. Okay. Ich kann hier hoch. Ja, geschafft. Was hat sich jetzt verändert? Wobei, ich speichere nochmal. Ich habe so oft die falsche Taste gedrückt und unnötig Munition. Ich meine, lade nochmal. Ich habe so oft die falsche Taste gedrückt und unnötig Munition verschwendet. Jetzt. Ich glaube, jetzt sollte hier die Plattform richtig funktionieren, oder? Wobei, nee, was ist denn jetzt anders? Ich speichere nochmal. Guck ich mal, was sich jetzt durch den Schalter getan hat. Boah, ist das lange her, das Spiel für mich. Und ich hab's übersehen. Ja, ich könnte ja eigentlich einen Counter machen, wie oft ich da verkackt habe. Ja. Klingt eigentlich echt nach einer sinnvollen Idee, der Counter. Ihr könnt ja auch mitzählen, wenn ihr wollt. Oh, das Telefon klingelt. Ich glaube, ich beende mal die Folge jetzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, wie ich dann vorankomme. Bis dann!